Tja, und eigentlich sollte es eine Pressekonferenz geben nach den Gesprächen von Scholz und Li Qiang. Auch wir wollten sie hier bei Phoenix übertragen, aber dann hat China im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker gezogen. Ein kurzes Statement aber von Olaf Scholz, das liegt uns vor. Wir hören rein. Sehr geehrter Ministerpräsident Li, wir haben heute gute, ausführliche und intensive Gespräche geführt. Gerade in so bewegten Zeiten ist der regelmäßige persönliche Austausch besonders wichtig. Ein wichtiges Thema unseres Gesprächs war natürlich der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen für die Welt. Ich habe noch einmal deutlich gemacht, dieser Krieg betrifft die ureigensten Sicherheitsinteressen Deutschlands und Europas ganz direkt. Die Charta der Vereinten Nationen schreibt die staatliche Souveränität und die Unverletzlichkeit von Grenzen vor. Und sie ist unzweideutig in ihrem Verbot von Angriffskriegen, wie ihn Russland seit mehr als 2 Jahren gegen die Ukraine führt. Ein Krieg, der in Europa tobt, unter denen aber die ganze Welt zu leiden hat. China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet. Es ist gut, dass wir uns auf einige wesentliche Punkte geeinigt haben. Einig waren Präsident Xi und ich, die Wahrung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit sind notwendige Grundlagen für eine nachhaltige Friedensordnung. Wir waren uns auch einig, China und Deutschland wollen Bemühungen um Frieden in der Ukraine unterstützen und ermutigen. Wir sind bereit, uns über die Förderung der Ausrichtung einer hochrangigen Konferenz in der Schweiz und zukünftiger internationaler Friedenskonferenzen in diesem Zusammenhang weiter intensiv und positiv abzustimmen. Ebenso sprechen sich Deutschland und China klar gegen den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen aus. Damit bekräftigen wir unseren Appell, den wir bei unserer letzten Begegnung hier in Peking im November 2022 zusammen formuliert haben. Heute sind wir uns darüber hinaus einig, dass wir Angriffe auf kerntechnische Einrichtungen wie Atomkraftwerke ablehnen. Ebenso appellieren wir, die Probleme für die Ernährungssicherheit in der Welt angemessen zu lösen. Die Produktion und der Export von Getreide dürfen nicht behindert werden. Hunger darf keine Waffe werden. Schließlich stimmen Präsident Xi und ich mit Blick auf den Krieg auch darin überein, das humanitäre Völkerrecht ist in diesem Konflikt zu achten und die Zivilbevölkerung ist zu schützen. Die Kriegsgefangenen von beiden Seiten sollen möglichst bald freigelassen und ihre Rechte respektiert werden. Ein zweiter Krisenherd, der uns aktuell umtreibt, ist die heikle Lage im Nahen Osten. Deutschland verurteilt den beispiellosen Angriff des Iran auf israelisches Staatsgebiet auf das Schärfste. Viele Themen also, die man da besprochen hat. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Lage im Nahen Osten und natürlich auch den Krieg in der Ukraine. Wir möchten darüber vertiefend sprechen. Hier bei mir im Studio Professor Dr. Xue Gu, Politikwissenschaftler an der Uni Bonn und Direktor des Center for Global Studies. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag, Frau Moser. Professor Gu, vielleicht vorneweg ganz kurz. Es war eine Pressekonferenz angekündigt. Die konnte dann auf einmal doch nicht übertragen werden. Was können wir daraus lesen? Also ich kenne den Grund natürlich auch nicht ausführlich. Ich vermute mal, entweder wenn es um inhaltliche Dinge geht, eigentlich muss es nicht so sein, weil in der Tradition gab es immer durch Live-Übertragungen. Also unter verschiedenen Bundeskanzlern und Bundespräsidenten. Das war nie kein Problem. Ich weiß nicht, wie CDF und die zentrale Sendung in China diesmal ausgemacht wurde. Eine zweite Vermutung wäre, das ist natürlich ein Widerspruch, was passiert in China. Der Präsident Xi Jinping hat Bundeskanzler Scholz wie einen König behandelt, 6 Stunden lang mit ihm gesprochen, schönes Essen, Angebote und dann gemeinsamer Spaziergang. Und dann plötzlich kommt auf Fernsehsendung-Ebene eine solche ungewöhnliche, unerwartete Blockade. Das deutet nur darauf hin, dass es gibt Kräfte, die entweder verkrampft sind in dem System oder, weiß ich nicht, ob ich das wagen zu behaupten, die Sache zu sabotieren. Also
Aber es ist möglich, weil das System intransparent ist. Wissen können wir es nicht, aber aus dem, was Sie zuletzt gesagt haben, da spricht ja schon diese Spannung, die es gibt, einfach im deutschen Verhältnis zu China und umgekehrt. Wenn wir über diese Reise sprechen, sprechen wir ganz oft über die deutschen Erwartungen. Wie viel Einfluss kann Deutschland wirklich haben auf China? Und das wirkt immer ein bisschen wie der kleine Partner neben dem großen China, das sich ohnehin nichts sagen lässt. Sei das beim Thema Wirtschaft, sei das mit Blick auf geostrategische Auseinandersetzungen. Ist das wirklich so oder hat Deutschland da mehr Gewicht vielleicht, als man glauben mag? Ich gehe davon aus, dass die Chinesen große Werte darauf legen auf die deutsche Stimme. Es gibt zwei Länder in Europa, worauf die Chinesen sehr achten. Eine ist Frankreich, das zweite ist Bundesrepublik Deutschland. Wenn man glaubt, wie Europa sich entwickelt, auch im Blick auf China, wie Europa sich positioniert in dem Konflikt zwischen China und den USA, das hat alles überwiegend oder wesentlich zu tun damit mit Berlin und Paris. Also Berlin ist doch ernst genommen und man unterschätzt eigene Position. Das große China ist in dem Sinne nicht so groß, also machtpolitisch betrachtet, weil vor den USA gibt es natürlich auch große Befürchtungen, dass der Konflikt doch nicht zu gewinnen wäre, wenn Europa hundertprozentig sich bezieht auf die Seite der USA. Wirtschaftlich hat man auch gegenseitig Interessen. Um die Wirtschaft ging es sehr stark an den ersten beiden Tagen. Heute wurde es dann auch noch strittiger, kann man vielleicht sagen. Zum Beispiel mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Die USA, die ja sagen, China unterstützt da ganz massiv Russlands Rüstungsindustrie. Und China, das auf der anderen Seite sagt, wir sind keine Partei in diesem Krieg. Wie also ist die Rolle von China tatsächlich? Und wie kann Olaf Scholz, wie muss er sich hier positionieren? Die Narrative, die aus Washington kommt, da muss man eigentlich nur mit Vorbehalte genießen. Weil täglich produziert auch Geschichte aus unseren amerikanischen Freunden, die immer versuchen, China unter Druck zu setzen. Das ist dann für sich. Also überkapazitierte Theorie, China unterstützt militärisch, USA indirekt, das sind Dinge, die man nicht nachweisen kann. Aber das ist ja ein schwerer Vorwurf, den machen die USA ja nicht, ohne ihn auch eigenen Partnern gegenüber belegen zu können. Und der strittige Punkt sind ja diese Dual-Use-Güter. Ist das wirklich für den militärischen Zweck auch nutzbar? Genau, das ist klar. Natürlich, also China behauptet, wir betreiben normale wirtschaftliche Kooperation, Beziehungen, aber verbieten Unternehmen, militärische verwendbare Geräte an die Russland, an die Russen zu liefern. Und das ist die klare Linie. Ne? Natürlich, die Welt ist so kompliziert. Da gibt es auch Tausende von Tausenden Produkte, die man umwandeln könnte in militärischen Zweck. Das ist klar, aber umgekehrt auch. Deswegen ist es sehr schwierig nachzuweisen. Aber die Politik von der Regierung aus meiner Sicht ist klar. Jeder Schritt, Russland militärisch zu unterstützen, würde wahrscheinlich die Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union beeinträchtigen. Ganz kurz, das ist verboten. Ganz kurz, die Friedensgespräche, die ja vor Monaten von China schon mal ins Gespräch gebracht wurden. Was kann man von denen halten? Denn wir haben noch nichts davon. Nicht so viel, weil die Chinesen haben begriffen in den letzten Monaten die Konfrontation zwischen zwei Positionen aus Ukraine und Russland so stark, dass man keinen großen Raum sehen kann, zu vermieten. Auch im Blick auf die Konferenz in der Schweiz, wenn Russland sich weigert. Ganz kurz müssen daran teilzunehmen, dann gibt es keine Lösung. Ganz kurz müssen wir noch einen wichtigen anderen Konflikt eingehen, nämlich auf den Krieg in Gaza, auf den Angriff Irans auf Israel. Das ist passiert, da war der Kanzler gerade in der Luft und sofort wurden Stimmen in Deutschland laut, der Kanzler müsse einwirken auf China, dass China wiederum einwirkt auf Teheran. Jetzt hat es heute auch offenbar Gespräche gegeben des chinesischen Außenministers mit Teheran. Welchen Einfluss kann China da geltend machen? Welche Interessen hat China seinerseits? Bundesrepublik Deutschland muss nicht unbedingt China überzeugen, Einfluss auf Iran zu nehmen, weil die Chinesen selber Interesse haben. Die haben Angst, dass es ein Konflikt, dieser Konflikt eskaliert, weil man Tausende, Milliarden von Milliarden Euro US-Dollar investiert hat. Und zweitens, die neue Seidenstraße-Initiative, das ist in dieser Region lebendig beteiligt von Ägypten, von Saudi-Arabien, von allen arabischen Staaten. Wenn diese Region tatsächlich in einen großangelegten Konflikt, in eine kriegerische Situation geraten würde, hätten die Chinesen wahrscheinlich alles verloren, was sie in den letzten
30 Jahre investiert habe. Insofern braucht Scholz eigentlich nicht viel zu sagen, um die Chinesen dazu zu bewegen. Professor Gu, ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnungen hier bei uns. Dankeschön. Ja,